Willkommen zusammen zurück hier auf unserem Community-Server. Ja, wir haben gestern bis spät in die Nacht Selasche gefahren. Es hat da schon angefangen zu schneien. Und jetzt hat es einfach die ganze Nacht durchgeschneit. Ist komplett alles weiß. Ich habe gerade eben schon mal das Förderband kurz angeworfen. Das war auch voller Schnee, damit es mal frei läuft. Das ist jetzt gerade hier auf dem Anhänger drauf. Und ja, das ist so die Sache. Ich denke, am besten ist, wir machen erstmal hier den ganzen Hof mit Schnee frei. Weil bei so viel Schnee, da kommt man nicht sonderlich weit. Und es ist so viel Schnee. Ich denke, da ist das effektivste, wenn wir da eine Schneefräse dazu nutzen. Man merkt schon hier so beim Fahren, wie tief der Schnee einfach ist. Wie steht er hier? Dass wir hier einmal einen kompletten Hof, zumindest die Hauptstrecken freiräumen, bevor wir hier weitermachen können. Ihr seht ja, wie dreckig die Maschinen sind. Das ist von gestern Abend alles noch. Einen, den wir voll stehen lassen haben, den habe ich jetzt schon losgeschickt. Der müsste demnächst wieder zurückkommen. So, dann fräsen wir hier mal andere Richtung. Einmal den Hof hier frei. Bis zur Straße vor. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem vielen Schnee. Und laut Wetterbericht, das ist auch sehr interessant. Da ist er. Es soll bis 14 Uhr heute Mittag schneien, komplett durch. Ein bisschen langsamer fahren, damit er auch alles aufnehmen kann bei dem vielen Schnee, der hier rumliegt. Nein, jetzt macht er auch noch direkt auf den anderen Anhänger drauf. Das wollte ich nicht. Bisschen ärgerlich. So, Anhänger voll. Ich glaube, ich kippe das da hinten irgendwo bei der Gerreste-Grube ab. Ist schon brutal. Vor allem, also ich habe ja schon mal Schnee geschoben, aber das war bei weitem nicht so viel. Gefühlt ist es so viel Schnee hatte ich noch nie. So, da kann man es hinkippen. Allrad. Jetzt hänge ich da fest. Gut, dann geht's weiter. Ja, man sieht hier noch so ein bisschen die Spuren von gestern durch.
wo wir hier schon einmal drüber gefahren sind. Das wäre echt ganz gut als Anhaltspunkt. Wo ich hier fräsen muss. Ich würde den mal schnell zur Seite fahren. Schon wieder voll. Eieiei. Ihr seht's hier. Aus beiden Silos habe ich einiges raus und einiges weggefahren schon. Da sind bestimmt schon 4 Millionen, die verkauft wurden. Und wir gehen langsam aber sicher und stetig auf die Schuldenfreiheit zu. Bin gespannt, wie groß der Haufen dann wird gleich. Möglichst große Häufen, wenn es irgendwie geht. Mal um. Fress mal hier mal die Strecke zurück. Damit man hier auch gut fahren kann. Kann ich eigentlich den Nexion schon wieder losschicken zum Silage verkaufen. Und ich habe heute auch noch was Besonderes vor. Deshalb müssen wir da noch ein bisschen mehr machen. Noch ein bisschen mehr Schnee vom Hof entfernen. Nicht nur das bisschen hier. Da hatte ich schon. Machen wir hier raus nochmal. Bisschen langsamer fahren hier. Ach, schon wieder voll. Geht so unglaublich schnell. Fahren wir mal kurz mit dem hier. Der fährt da ein bisschen weiter unten. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen zusätzlich wegfräsen. Fährt der jetzt hin? Der fährt eine ganz andere Strecke. Warum auch immer.
Also bei der Menge Schnee hier irgendwie mit dem Radlader anfangen wollen und damit Schnee schieben, da ist man einfach nur Stunden beschäftigt. In dem Fall ist so eine Fräse bei den Schneemengen echt, echt ultra wichtig. So, jetzt müssen wir dahin dazu noch fräsen. Ach, der steht gar nicht da dahinter. Wo ist denn der hingefahren? Ist er weg. Wo sind der hin? Der ist bestimmt zum Viehhändler gefahren, aber ich sehe ihn halt auch nicht. Keine Ahnung. Ah ne, da steht. Oh mein Gott. Da suche ich den und dann ist er schon wieder da. Da würde ich sagen, irgendwas muss ich ankuppeln. Okay. Und dann läuft das Ganze hier wieder. Wunderbar. Oh. Tadam. Da kam ich in der Wand raus. Den braucht man gerade eigentlich gar nicht. Für hier später wieder. Deshalb würde ich den einfach mal hier parken. Und dann mache ich da hinten mal weiter und erkläre euch warum. Und zwar seht ihr da hinten die vielen Paletten. Die müssen jetzt auch mal weg. Ich habe hier gestern schon einmal hier lang dahinter geschoben, aber das hat halt auch ewig gedauert. Da hinten liegt der Haufen. Und ja, wenn wir schon am Verkaufen sind, dachte ich mir, die Produktionen sind auch sehr, sehr voll. Wir können es mal schnell anschauen. So, hier die hier, Kartoffelsalat. Kartoffelchips. Die auch. Die da unten auch. Das verkaufen wir auch alles und hier muss man auf alle Fälle ein bisschen mehr Schnee entfernen. Weil da muss ich im Stapler fahren und im Stapler, da geht Schnee gar nicht. Prozent. Doch nicht. So. Genau, hier nebenan bei den Hofproduktionen müssen die Paletten mal weg. Deshalb macht man hier jetzt auch mal alles von Schnee frei.
glaube, den Stapel habe ich auch noch im Silo stehen. Da müssen wir auch mal schnell eine kleine Bahn machen, damit ich mit dem gut rauskomme. Den nutze ich immer so ein bisschen als Lichtquelle, dass ich da hinten auch was sehe. So. Kippen wir das da auch noch ab? Ist ja echt schon ein mächtiger Haufen hier. Ein bisschen schade. Das habe ich ja schon im Video rausgefunden, dass wenn es aufhört zu schneien, der Berg einfach weg ist. Cool wäre, wenn der sich so über einen längeren Zeitraum abbauen würde. Aber das macht er leider nicht. Das ist echt schade. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nichts aufgeladen bekomme. Da haben wir noch ein Stückchen bis zum Stapler. Würde ich sagen, hänge ich das Gerät mal wieder hier ab. Dann können wir den hier wieder losschicken auf Mission. Und ich kann dann schon mal anfangen mit Paletten verkaufen. Dass wir da langsam mal Richtung Schuldenfreiheit kommen. So. Müssen wir dann mal schauen, ob wir später vielleicht nochmal schieben müssen. Fürs Erste reicht es jetzt aber mal. Ui, das Silo ist ja schon ganz aufgedeckt. Kommen wir da raus? Ah, andere Richtung. Sehr schön. Das sind echt heftige Schneefälle. Aber so viel Schnee gibt es in Realität ja auch selten. Also, wann war das? Frühjahr 2020? Wo es da Richtung März einen halben Meter gab? Und ansonsten erinnere ich mich an meine Kindheit. Ich weiß nicht mehr, wann das genau war, ich schätze um 2000 rum. Da gab es auch mal brutal viel Schnee, als über Nacht einen halben Meter. Das war schon ein Paradies. So, und jetzt bin ich hier halt beschäftigt. Das Gute ist, ich bin in Reichweite der Förderbänder von da vorne. Bedeutet, die laufen trotzdem weiter.
Und ja, es kann fleißig weiter verkauft werden. Da ist schon noch Schnee mitten zwischen die Paletten, das wird ein bisschen hässlich. Was kriegt man denn da? Zwei Paletten, 1200, 1300. Ja. 100 mal fahren haben wir schon 130.000. Wir haben 200 Paletten. Ich gehe nochmal schnell vor und schaue, ob das alles passt da vorne. Staubt noch, also läuft es noch. Wunderbar. Was haben wir jetzt? 10 und bis 14 Uhr noch 4 Stunden soll es schneien. Ich glaube, da muss ich in der Zwischenzeit noch mal Schnee schieben oder fräsen. Da werde ich Spaß haben. Nun gut, ich würde sagen, für dieses Video war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.